Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Yoshi's Woolly World für die Nintendo Wii U. Und wie angekündigt im letzten Part, werden wir jetzt als nächstes erstmal ein wenig, ja, Reste verwerten, könnte man so sagen. Wir schauen mal kurz in die Weltenübersicht, was uns noch fehlt. Wir wollten von 2S, von 2S, da fehlen uns noch zwei Blumen bis 3,8 machen. Und auch da fehlt uns in jedem Level etwas, sodass wir auf jeden Fall jeden Level nochmal... Nein, stimmt gar nicht. 3,4 werden wir nicht nochmal sehen in diesem Part. Denn in 3,4 fehlt nur ein Stempel und ja, den hole ich halt offscreen. Okay. Aber nichtsdestotrotz, es gibt eine ganze Menge zu holen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in 2S wieder. Bis gleich. Okay, da sind wir auch schon in 2S. Und wie ihr seht, ich habe den Schlüssel hier schon freigeschaltet. Aber... bevor ich hier weitergehe, werden wir hier noch ein kleines Geschenk auspacken, nämlich die erste Blume. Und warum ich schon den Schlüssel freigeschaltet habe, einfach damit ich hier keinen Cut setzen muss, denn die zweite Blume wartet auch sogleich hier auf uns, nämlich hier oben auf diesem Eierteil. So, zack. Okay, und damit haben wir alle Blumen zusammen. Jetzt muss ich den ganzen Kram nur noch ins Ziel bringen und dann haben wir die zweite Welt endlich komplett abgeschlossen. Okay, wir sehen uns dann in 3,1 wieder. Bis nachher. Und da sind wir auch schon in 3,1. Und wir erinnern uns an diese Stelle, die hier sehr, sagen wir mal, auffällig war. Und natürlich hat es auch was hiermit zu tun, denn hier oben... gibt's seine Wolle? Natürlich. Und eigentlich würde ich gerne höher. Ja, super, perfekt. Okay, damit haben wir die Wolle. Jetzt fehlt uns nur noch ein Stempel und eine Blume. Und bei der sehen wir uns dann gleich wieder. Und wir haben Cookie Yoshi wieder zusammengehäkelt. Okay, aber eine Blume fehlt uns trotzdem noch und deshalb muss ich jetzt hier nochmal rein. Mein Gott, ist das ein Spaß. Okay, wir sehen uns nochmal in 3,1. Bis gleich. Okay, jetzt muss es aber klappen. Wir müssen einmal diese Röhre hier freischalten. Die kennen wir bereits. Das ist jetzt auch mein dritter Versuch oder so. Richtig ätzend hier. Wir müssen hier einfach in der Zeit alle... von diesen Kristallen holen und kriegen endlich diese letzte Blume. Wunderschön. Dann kann ich jetzt endlich den Level auch zu Ende bringen. Das 35. Mal. Und dann haben wir diesen Level endlich fertig. Ja gut, und dann sehen wir uns einfach in 3,2 wieder. Also, bis in 3,2. So, wir sind hier in 3,2 und befinden uns an dem Platz, wo es die zweite Wolle gab. Und wenn man genau hinguckt... dann findet man hier dieses Teil, wo man eigentlich Wolle reinschießen kann. Oder einfach auf diesen Springball hier wartet. Und dann springt man hier einmal hoch. Und zack, hat man die letzte Blume fürs Inventar. Ja, natürlich. Es ist doch ganz einfach. Ganz großartig. Okay. Ja, soll uns für diesen Level hier reichen? Den letzten Stempel habe ich schon gefunden, der uns noch gefehlt hat. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch mit vollen Herzen ins Ziel kommen. Das sollte ich auch noch hinkriegen. Also sehen wir uns dann in 3,3 wieder. Einen Häkel-Yoshi kennen wir hier ja bereits. Bis gleich. Okay, wir sind in 3,3 und hier gibt's eine Wolle, die uns noch fehlt. Nämlich die zweite Wolle und die dritte Blume. Und die zweite Wolle befindet sich glatt hier. Direkt im zweiten Levelbereich am Anfang, wo es diese wunderschönen Plattformen hier gibt. Und da hat man doch einfach mal so eine geheime Wolke hingetan, die wir verpasst haben. Okay, sehen wir uns bei Blume Nummer 3 wieder. Okay, Blume Nummer 3 ist letztendlich direkt neben der dritten Wolle, nämlich hier. Da hat man einen ganz, ganz, ganz gemeinen, ja, Schnippel an dieses Wollteil gemacht, den man nur sieht, wenn man direkt dahin geht. Ja, total gemein. Okay, Stempel haben wir auch alle voll. Jetzt müssen wir nur noch die vollen Herzen ins Ziel retten und dann haben wir diesen Level auch vollständig. Wie gesagt, Level 3, 4 wird es nicht im Video geben, weil Level 3, 4 haben wir schon...
Haben wir schon komplett? Ah, verdammter Lucky Two. So, gib mir Herzen. Nein, gibst du mir nicht. Naja, okay. Aber, wie gesagt, wir sehen uns dann in Welt 3.5 wieder. Nein, nein, nein. Halt, Kommando zurück. Wir sehen uns auf der Overworld wieder, weil wir noch einen Woll-Yoshi brauchen, den wir zusammen häkeln. Ja, ja, das nehmen wir ja auch mit auf. Okay, bis gleich zum Woll-Yoshi. So, jetzt mit vollständiger Wolle bekommen wir einen Schal-Yoshi. Yo, ein Schal-Yoshi, wunderbar. Okay, ich muss nochmal da rein und dann sehen wir uns in 3.5 wieder. Bis nachher. Okay, wir sind hier in 3.5 und ja, die Blume, die uns hier fehlt, nämlich die vierte, das ist eine ganz schöne Tortur, denn ich habe mir hier gerade an dieser Speicherblume bereits einen Koopa gefangen, den wir im Mund tragen und den müssen wir noch eine ganze Weile mit uns tragen, denn dort hinten gleich steht eine Piranha-Pflanze. Wir haben diese Blume bereits in unserem Playthrough gesehen. Nur konnten wir sie noch nicht holen, weil hier nämlich diese blöden Piranha-Pflanzen auf uns gewartet haben. So, und jetzt haben wir auch diese bescheuerte vierte Blume. Wunderbar. Jetzt fehlen noch einen ganzen Haufen Stempel. Aber ich glaube, ich bringe das erstmal nach Hause und dann guck ich mal weiter, wie wir an die Stempel kommen. Okay, wir sehen uns dann in Level 3.6 wieder. Bis nachher. Okay, wir befinden uns in 3.6. Fangen wir mit der vierten Blume an. Für die vierte Blume, wir sind hier in dem Raum mit diesen drei Springbrettern, vier Springbrettern. Hier war so ein rosanes Teil, genau. Und über diesem rosanen Teil war eine Fragezeichenwolke. Und mit dieser Fragezeichenwolke schalten wir diese Planke hier frei. Mit dieser Planke kommen wir endlich in diesen Ausschnitt hier, den wir die ganze Zeit versucht haben zu betreten und es hat nicht funktioniert. Ja, dann kriegen wir ein paar Herzen. Okay, wunderbar, schön und gut. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Aber damit kriegen wir auch diese wunderschöne Blume, die wir auch schon mal gesehen hatten. Und außerdem, ja, diese wunderschönen Stempel und Blumen und wunderbar. Okay, weiter geht's. Ja, entweder mit der zweiten Blume oder mit dem dritten Garn. Das werden wir noch sehen. Also, ich sage einfach mal bis zum nächsten Teil. Bis gleich. Okay, kommen wir zum dritten Garn und zur zweiten Blume. Wir treffen uns eigentlich wieder genau da, wo wir auch für die vierte Blume angefangen haben. Und es ist so offensichtlich und doch so unoffensichtlich. Ja, keine Ahnung, was mich da geritten hat. Also, hier haben wir eine wunderschöne Wolke versteckt für eine Blume. Und wenn wir dieses Teil zu weit reinhauen, ja, dann war es das auch schon. So, und anschließend, wenn man den hier ganz runtergehauen hat, kann man hier auch noch eine Fragezeichentür freischalten. Eine Fragezeichentür bedeutet, ja, wieder mal eine Yoshi-Verwandlung. Und diese Yoshi-Verwandlung ist das erste Mal eine, die tatsächlich absolut optional ist. Hatten wir so noch nicht. Ja, gucken wir mal, ob wir es schaffen, alles in einem Rutsch zu holen. Hier gibt es relativ viel Stempel und und da Stempel und ein Garn. Aber es ist halt alles irgendwie sehr stark unter Zeitdruck. Kommt, mach auf. Danke. Mach auf, danke. So. Nimm die Uhr, danke. Komm, mach auf. Komm schon, Yoshi, du schaffst es. Komm. Ja, perfekt. So. Sehr schön. Und das hat alle Stempel und alles Garn. Jetzt muss ich diesen Level nur noch zu Ende bringen. Ja, wo war der Ausgang? Keine Ahnung, aber ich werde es finden. Ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann in Level 3.7 wieder. Bis später. Okay, ich habe vorhin Mist erzählt. Wir sehen uns nicht erst in 3.7, sondern wir sehen uns tatsächlich noch mal kurz auf der Overworld, denn wir kriegen ja einen neuen Woll-Yoshi dazu. Den hatte ich irgendwie gar nicht mehr im Blick, dass wir den
gar nicht zusammen hatten. Naja, okay, jetzt kriegen wir wahrscheinlich Höhlen- oder Fledermaus-Yoshi oder sowas. Bestimmt. Wobei, der ist gar nicht lila. Es ist... Pfosten-Yoshi! Natürlich, es ist ein Pfosten-Yoshi. Wieso ist es ein Pfosten-Yoshi? Naja, ist ja auch egal. Okay, jetzt sehen wir uns aber tatsächlich dann in 3-7 wieder, denn dort fehlt uns auch noch eine Blume. Gut, bis nachher. Okay, wir erinnern uns an dieses total bescheuerte Level hier mit diesen Vögeln und den Wolken. Und hier haben wir eine Plattform, die wir freischalten konnten. Und dann gab es hier dieses Aktionsteil. Genau. Und hier finden wir die letzte Blume, wenn wir alles richtig machen. Nämlich so. Genau. Und damit haben wir auch die letzte Blume. Oh Mann. Wie bescheuert. Wie total bescheuert. Na gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch den letzten Stempel und dann sehen wir uns in 3-8 wieder. Bis gleich. Okay, wir erinnern uns an das Castle in der dritten Welt. Und hier oben haben wir auch schon die Blume gesehen. Nur wir hatten leider zu viel von diesem zerstörbaren Boden kaputt gemacht. Gleichzeitig haben wir gerade noch die volle Anzahl der Stempel bekommen. Und das hier ist die letzte Blume in dieser Welt. Und damit schalten wir Level 3S frei und ja, beim Freischalten werden wir uns noch einmal wiedersehen und dann war's das für diesen Part. Gut, bis gleich! Geschafft! Sehr schön! Damit habe ich diesen Part nach 2 Stunden und 2 Minuten Aufnahme endlich beendet. Okay, zwischendurch war ich noch kurz bei meiner Freundin, aber letztendlich, ja, sagen wir mal, 1 Stunde 45 effektiv habe ich jetzt an diesem Part gearbeitet und ich muss dieses Schloss hier nochmal machen, denn ich habe es nicht geschafft, mit vollen Herzen zu beenden. Aber ansonsten haben wir alles in dieser Welt und dementsprechend sollten wir jetzt Welt 3S freischalten. Genau. Eieiei, das sieht schon sehr gemein aus. Wir werden es im nächsten Part erleben. Wir schauen nochmal kurz in die Weltenübersicht. Und wir sehen in Welt 3 alles mit Sternchen, außer 3.8. Ja gut, das kommt. Das werden wir machen, bevor wir 3S angehen. Und ja, super. Gut, schön. Also dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Ich werde dieses Schloss jetzt nochmal machen und dann mache ich erstmal Feierabend für heute, denn ich habe nun wirklich echt keine Lust mehr. Also, bis zum nächsten Mal, sage ich, keep gaming und ciao.